Und fliegt er auch? Hm? Vielleicht. Vielleicht? Vielleicht. Was für ein Schirm? Blattschirm. Das ist Detlef Sasse von Dudek. Er liebt es, Interviews zu geben. Ja, stimmt? Darauf freue ich mich jedes Mal, wenn Gunther um die Ecke kommt. Und genau. Da gucke ich ganz schnell weg. So, Icaro Paragliders in Aslar 2014. Wunderbare Veranstaltung, tolles Wetter. Denkt an uns. Nächstes Jahr sind wir wieder dabei. Hi, ich bin der Dirk von Kenwood und ich bin hier in Aslar, um den Gleitschirmfliegern zu zeigen, dass Kenwood auch hochqualitative Produkte im Bereich Flug hat. Und ich freue mich, hier zu sein. Es ist eine tolle Atmosphäre und macht Spaß. Das ist ja der Bernd, der Vorsitzende des VfL Aslar. Ich hatte eben den ist Herrn was? VfL nicht? Nee, der VfL Aslar ist ja unser Gastverein. Schnitt, nein. Das ist Bernd Nilak, der Vorsitzende der Aslarer Gleitschirmflieger genau. e.V., genau. Und ihr habt alles vorbereitet sogar? Wir haben alles vorbereitet, genau. Wir haben die Thermik an den Himmel gehängt, von gestern ist Wahnsinn. Die Wolke übrig. Herr Mayer, was sagen Sie? Ich suche den Herrn Felix Winden. Wo ist er? Herr Felix ist hier. Nee, Herr Felix Winden. Der ist oben. Also wir freuen uns unheimlich, dass wir wieder dieses Jahr dabei sein dürfen. Hey, stopp hier! Erst fliegen, dann essen. Darf ich vorher noch mal Ihre Flugerlaubnis sehen? Meine Flugerlaubnis? Ja. Ja, ich hole sie gleich raus, ja. Und wo geht's jetzt gleich hin? Kamerasystem von Meyer Components namens Observer, inzwischen eigentlich ganz gut bekannt durch Veröffentlichungen von DHV und TAM. Wir tragen unterschiedliche Kameras, im Wesentlichen die GoPro, aber auch Kameras mit dem Flugzeuggewinde. Sigi, du fliegst gleich neben der netten jungen Dame. Ihr fliegt parallel? Ja, genau, machen wir. Wo fliegt ihr hin? Wissen wir noch nicht. Mal schauen, wo wir runterkommen. Ja. Sieh da, das ist der Regiesessel. Ja, ich werde hier so einen Stuhl mal lüften. So sieht er aus, wenn er noch Zähne hat. Ich dachte, du wolltest fliegen. Du lässt dich auch immer ablenken. Toni, nervt dich das eigentlich oder musst du drüber schmunzeln, wenn dich die Leute immer auf den glücklichen Icarus ansprechen? Ach, eigentlich freut es mich. Es gibt viele, die sagen, dass sie wegen dem Film Fliegen angefangen haben. Oder vor kurzem
habe ich jemanden getroffen, der mir erzählt hatte, dass er im Krankenhaus war, Krebs hatte mit einer ganz schlechten Diagnose. Dann hat er im Krankenhaus meinen Film gesehen und das hat ihn so motiviert, dass er wieder gesund geworden ist und jetzt fliegt er. Da freue ich mich drüber. Gibt es noch mal ein ähnliches Projekt? Oder? Ja, aber ich habe jetzt im Moment gerade wenig Zeit, aber ich möchte schon noch mal was machen. Was ist in Zukunft noch von Gleitschirm, von Gleitschirmbau, Verbesserungen zu erwarten? Ja, ich bin sicher, dass sie noch leistungsfähiger werden und dabei noch gutmütiger. Ich meine, jede Firma lernt über die Jahre dazu und siehst ja jetzt schon, ist die Leistung von den B-Schirmen schon besser als die von Hochleistern von vor 5 Jahren und die sind viel sicherer als die Hochleister, die wir damals hatten. Das heißt, also ich sehe die Entwicklung positiv und ich bin sicher, dass es weitergeht. Also das Einfachsegelkonzept ist durchaus noch interessant. Wer weiß, was doch alles kommt. Vielen Dank und schön, dass du hier in Aslan bist. Passt. So, Detlef Fadenhauer und Winfried Schäfer, na, was macht ihr denn hier? Was, grüß dich, ja. Ja, jetzt nicht, hinten am Zelt. Wir sind jetzt bei Advance, ich bin gar nicht da. Ach so, okay. Wir machen weiter. Und, wie war der Flug? Hi. Sehr schön. Sehr schön. Wunderbar. Also Mario macht sich gerade fertig hier in Asla beim Festival mit dem Scotty VC. Das Scotty VC ist ein Gemeinschaftswerk der Firma Flytech Breuninger, Firma Charlie, Firma Electric Sports und Geiger Engineering. Das ist jetzt also ein Flugzeugmotor, ein manntragender Flugantrieb. Er hat jetzt im Akku 2 Kilowattstunden. Das ist ein spezieller Industrieakku, hat also mit dem Akku vom Laptop, Handy gar nichts zu tun. Da stecken jetzt gefühlte 5-6 Jahre Entwicklungsarbeit drin. Armin, 8 Stunden im Sattel bei deinem Rekordflug. Kann man sich da überhaupt noch konzentrieren? Ja, klar. Also, ich sitze ja bequem, aber bequem ist Gottzeug. Also ich muss zugeben, wie ich wieder angefangen habe, so vor 2 Jahren Strecke zu fliegen, habe ich gesehen, da in Alpen, da fliegen die irgendwie 10 Stunden. Ich dachte, das kann doch keinen Spaß machen, ja. Vorher war es immer nach 4 Stunden bei mir Feierabend. Dann habe ich angefangen, Urinalkondome zu nehmen beim Fliegen. Und seitdem kann ich entspannt weiterfliegen und ich habe ja auch einen entspannten Schirm und kurzzeitig, wo bequem ist. Und ich muss zugeben, meine Motivation mit jedem Kilometer weiter ist immer weiter gewachsen. Und von daher war das sehr schön. Schon mal einschalten. Nächster Pilot ist der Armin, Passagier auf Tandem, 200 Kilo. Also ich fliege halt Strecke, weil ich es genieße, Deutschland von oben zu sehen. Wenn ich Fernsehen sehe, wo Bilder von oben sind, dann kann ich nicht mehr umschalten, dann muss ich da immer chronisch dran festhalten und wenn ich es schaffe, hier über Deutschland zu fliegen, dann will ich auch bis zum Ende fliegen. Ich bin vor 25 Jahren oder was hier, oder 20 Jahren, oder wann das war, 1995 bin ich mal 169 Kilometer geflogen oder 160 irgendwie, habe ich schon vergessen. Termine, Vorträge, die du machst? Du machst Vorträge über Streckenfliegen? Ja, also zum Beispiel DHV Regionalversammlung. Da hat der DHV mich eingeladen, dass ich die besuche und dann bei jeder Regionalversammlung einen Vortrag über Flachlandfliegen halte.
und das mache ich sehr gerne. Und auf der Seite skyborg.info/flachlandfliegen, da habe ich meine ganzen Tipps zum Flachlandfliegen gestellt, weil ja ich vor 2 Jahren wieder angefangen habe, wieder einzusteigen, hier Flachlandstrecke zu fliegen. Und dort habe ich meine Tipps, meine Erfahrungen ein bisschen hinterlassen, ein paar Erklärbär-Videos, und da habe ich auch meine Termine drauf, wenn ich Vorträge halte. Und wenn mich jemand buchen will, kann er sich auch gerne melden. Schön, es hallt hier ein bisschen, weil wir in der Halle sind, und das hat den Grund, weil du dein neues Fluggerät hier vor der Halle geparkt hast. Das ist der Gleitschirm mit Gleitzahl 15. Nee, Quatsch, ist nicht meiner. Thank you.